Das steht natürlich auch wieder für super Qualität und die Farben. So, dann zeige ich euch mal die Fische. Ich habe hier meine normale Lampe. Das ist einfach einmal das Red Half Boom Plakat Weibchen, eins davon. Dann haben wir hier ein jüngeres Männchen. Ich habe gerade eben mal die Zwischendinger rausgenommen. Und das sieht ja schon echt schön aus, oder? Was meint ihr? Das Rot. Ist noch ein Jungtier, der muss sich noch ein bisschen entwickeln. Daneben, das Tier ist schon ein bisschen älter. Ich habe extra darauf geachtet, zwei verschiedene Linien bei den Roten zu nehmen. Die sind jetzt ja noch in Quarantäne. Weibchen war gerade ein bisschen blass, aber jetzt ist sie schon ein bisschen röter geworden. Wir haben jetzt einen Tag später. Das Weibchen gefällt mir am meisten mit von allen jetzt bisher. Ich erzähle euch mal ein bisschen was, weil ihr wollt das ja auch immer wissen. So, und dann kommen wir zu meiner absoluten nicht gewollten, ich wollte nur rote und dann sind die noch mit dazu gekommen. Schöne Mustard Guess Hafen und Plakat Tiere und die gefallen mir jetzt fast noch mehr als ich gedacht hätte. Die Tiere sind extrem vital, also das habe ich noch nie gesehen. So, die sind gestern noch auf Reisen gewesen, die waren gestern direkt so. Also die sind gestern angekommen, die waren gestern schon so extrem agil, die Tiere. Und standen direkt in der Farbe, also alle Männchen. Die Mädels hatten ein bisschen mehr Probleme. Und hier sind die Mädels dazu. Fast noch blauer genommen, aber da war ich dann doch zu spät. Und hier sieht man auch schön die weibliche Laichfärbung. Die weibliche Färbung. Ja, könnten wir uns auch sagen, ne? Scharf stellen. Also echt extrem schöne Tiere. Ich muss hier das Licht halten noch gleichzeitig, weil ich muss hier noch das Licht halten, hier die Aquarell, weil ich habe hier ja so ein blaues Licht. Das stört die Fische nicht, aber das stört das Video. Und ich habe jetzt hier alle in den Jars erstmal, sodass die erstmal in Quarantäne sind. Ich gucken kann, wie sie im Futter stehen, aber das seht ihr ja selbst. Das ist ja hier total unproblematisch. Die sind ja alle so vital. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, muss ich ehrlich gestehen, nach einem Tag schon. Aber so muss das sein, ne? Die Tiere haben zwar Stress, aber dadurch, dass sie nicht 3 Tage unterwegs sein mussten. Ich hatte ja über einen Import nachgedacht, habe ich aber dann doch gelassen, weil Import ist halt immer noch extremer Stress für das Tier. Und ich möchte dem Tier den Stress nicht gönnen, nur weil ich dann irgendein schönes Tier habe, weil die kommen aus Deutschland und da kann man sagen, was man will. Die sind auch gut im Futter, also die haben jetzt noch nichts gekriegt. Die kriegen heute Abend was. Eben Futter kriegen die heute Abend. Ich bin äußerst zufrieden. Also ich habe schon lange nicht mehr Tiere geschickt bekommen, wo ich wirklich so hin und weg war, direkt. Und ja, die Elterntiere von den Tieren alle sind prämiert.
gewesen und diversen Better-Shows und der Züchter hat auch mehrere Preise eingefahren und deswegen habe ich mich dann spontan dafür entschieden. Eigentlich sollte es was ganz anderes werden, ein ganz anderer Züchter. Und ich werde jetzt die Tage alle beobachten. Die haben alle Wasser unbehandelt, also da ist nicht irgendwas drin. Das Einzige, was ich geben werde, ein bisschen Vitamine ins Wasser, also die Aktivol, das solltet ihr auch immer machen oder immer mal wieder. Und die bekommen jetzt Futter und dann gucke ich, ob die gut Kot absetzen, ob sie sonst irgendwie, aber ich mache mir hier überhaupt gar keine Sorgen. Also das ist seltenst so, also nicht mal die Flossen sind beim Transport beschädigt worden oder sowas. Manche rupfen sich ja. Das steht natürlich auch wieder für super Qualität und die Farben. Und das ist jetzt nur durch Plastik gefilmt, ohne besonderes Licht. Also ich bin echt verliebt. Wie findet ihr die Fische? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich werde mich dann in den nächsten 4-5 Wochen an eine Nachzucht setzen. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf, das wieder zu begleiten. Denn dann gibt es dann wieder regelmäßig Vlogs und Updates über Jungtiere. Und ich weiß, dass ihr das ja feiert. Deswegen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende, egal wann ihr das Video schaut. Lasst gern einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und abonniert mich kostenfrei. Das ist nämlich super für den Algorithmus, weil der ist nämlich gerade schon wieder richtig mies. Und manchen Abonnenten werden sogar die Videos nicht angezeigt. Deswegen aktiviert zusätzlich die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und in diesem Sinne, tschüss.